Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn. Wir hören so viele Nachrichten, so viele Worte, aber gerade jetzt in dieser Stunde haben wir wieder ein Wort gehört, das Evangelium, das zeitlos gültige Wahrheit uns schenkt. Wir haben heute das Evangelium vom Gleichnis von den 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen gehört. Was bedeutet das für unser Leben, meine Lieben? Schauen wir das einmal genauer an. Ein wunderbares Gleichnis. Der Bräutigam, das ist Jesus. Die Braut, das sind wir. Die Hochzeit hat der Bräutigam uns versprochen bei der Taufe. Wunderbar, einen solchen Bräutigam. Er hat uns auserwählt. Er hat uns, dich und mich, erwählt, mit ihm aufs Innigste verbunden zu sein. Wir haben schon das Hochzeitskleid bekommen in der Taufe, das Taufkleid. Und da wurden wir ganz rein, nicht nur äußerlich ein schönes Kleid, sondern die Taufe hat uns ganz mit Jesus gleich gemacht, ganz heilig. Wir sind ganz eins geworden mit unserem Bräutigam. Der Weg zur Hochzeit, das ist unser Lebensweg, auf dem sind wir jetzt alle noch unterwegs, jeder von uns. Das Öl in den Lampen bei den klugen Jungfrauen, das ist alles, was unser Leben hell macht. Das Öl dient zum Leuchten. Alles, was unser Leben schön und leuchtend macht, das ist vor allem das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Und da sollen wir viel aufgetankt haben. Wir wissen ja aus Erfahrung, dass der Glaube nicht einfach so machbar ist. Man kann nicht, wenn man einmal alt ist oder im Sterben liegt, sagen, so, jetzt glaube ich. Das Öl des Glaubens müssen wir ein Leben lang auftanken. Der Glaube muss wachsen durch unser Gebet, durch die heilige Messe, durch die heilige Beichte, durch die guten Werke. Das Meiden des Bösen, des Dunkels, der Sünde. Dann kommt die Stunde, die Stelle, wo es geheißen hat, alle wurden müde und schliefen ein. Auch die klugen Jungfrauen wurden müde. Ja, man wird manchmal müde im Glaubensleben und resigniert. Es kommen vielleicht auch Zweifel. Denken wir heute, dass sich direkt so eine Müdigkeit in der ganzen Gesellschaft breit gemacht hat. Eine Müdigkeit im Glauben, eine Schläfrigkeit. Das ist sehr gefährlich, besonders wenn wir kein Öl getankt haben. Da ist wichtig, zum Beispiel die christliche Erziehung, dass wir wenigstens in der Kindheit und Jugend ein gewisses Quantum an Öl getankt haben. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe manchmal auf dem Totenbett Sterbende begleitet, die waren weit weg von Jesus. Aber sie hatten doch gute Eltern, die sie im christlichen Glauben geprägt und erzogen hatten. Und da konnte man dann anknüpfen. Und das war wirklich ein Vorrat, den diese Leute hatten. Und von dem sie nun gezehrt haben, der ihnen in dieser Stunde des Abschiednehmens aus dieser Welt ungeheuer hilfreich war. Dann hat es im Evangelium geheißen, mitten in der Nacht. Das ist die Dunkelheit des Todes natürlich, durch die wir alle leider durch müssen. Natürlich auch die Sünde und der Unglaube ist damit gemeint. Und dann kommt mitten in der Nacht der Bräutigam. Das ist der jüngste Tag oder die Stunde unseres persönlichen Sterbens, wo der Bräutigam zu uns kommt und uns führen will in den Hochzeitssaal. Die Hochzeit,
Das ist das totale Einssein mit unserem Bräutigam. Stellen wir uns Verliebte vor. Und Jesus ist in uns total verknallt, total verliebt. Wie er sich nach uns sehnt, wie er mit uns Hochzeit feiern will, wie er ganz mit uns eins sein will, wie er uns die totale Liebe schenken will. Und das wollen wir erleben und erwidern. Und dann hat es im Evangelium geheißen, dass die Türe zugemacht wurde, geschlossen wurde. Und Jesus zu den törichten Jungfrauen sagen muss, ich kenne euch nicht. Das ist die Hölle, das ewig Fernsein von Gott. Aber meine Lieben, passt das wirklich zu Jesus? Jesus ist doch barmherzig. Jesus ist doch die vollkommene Liebe. Das stimmt. Aber bleiben wir im Bild, meine Lieben. Bleiben wir im Bild von der Hochzeit. Was nützt ein Bräutigam voller Barmherzigkeit und voller Liebe, wenn die Braut nicht mitzieht, wenn die Braut kein Interesse hat, wenn die Braut gleichgültig ist, wenn sie vielleicht sogar leugnet, dass es diesen Bräutigam überhaupt gibt, wenn die Braut den Bräutigam schwer beleidigt, wenn sie nicht zu ihm umkehrt, trotz aller Rufe, das ganze Leben lang und so weiter. Der Bräutigam muss der Braut die Freiheit lassen. Die Liebe lässt Freiheit. Weil Gott die Liebe ist, sind wir keine Marionetten von ihm. Wir können uns auch gegen ihn entscheiden. Und das ist der Ernst des Lebens. Das Leben ist kein Spiel. Wir sind alle vor die Entscheidung gestellt, Glück oder Unglück, Tod oder Leben, Himmel oder Hölle. Das macht uns natürlich Sorgen, aber das will auch dieses Evangelium, das will auch Jesus, dass wir sorgen um unser ewiges Heil, dass wir uns darum bemühen. Wir denken natürlich auch bei diesem Evangelium an viele liebe Mitmenschen, wo wir wissen, die leben ohne Jesus dahin, für die ist alles Mögliche wichtiger, sie lassen Jesus links liegen und so weiter und so fort. Aber diese Sorge ist wichtig, meine Lieben. Dass uns diese lieben Mitmenschen nicht gleichgültig sind, dass wir sie mitnehmen auf dem Weg zur Hochzeit in den Hochzeitssaal, dass keiner ewiglich verloren geht. Sind wir dankbar, meine Lieben, dass wir so einen wunderbaren Bräutigam haben, der uns in der Taufe zur Hochzeit auserwählt hat. Und wir wollen doch alles tun wie eine Braut, alles tun, dass wir unserem Bräutigam gefallen. Wir wollen seine Liebe erwidern. Wir wollen gern mit unserem Bräutigam reden. Stellen wir uns doch vor, so Verliebte, wie gern die beieinander sind und gar nicht mehr auseinandergehen wollen und miteinander reden wollen und hundertmal einem die Liebe erklären. Wir wollen in dieser Stunde diese Liebe zu Jesus wieder neu auffrischen. Denken wir auch, wie gern die Verliebten beieinander sind. Und das wollen wir jetzt in der Messe auch sein. Wir wollen als Verliebte bei Jesus sein. Das klingt Ihnen vielleicht alles ein bisschen überzogen. Aber warum denn? Jesus ist die Liebe und wir wollen ihn lieb haben. Wir wollen ihn auch um Verzeihung bitten, in der Heiligen Beichte zum Beispiel, so wie es Brautleute tun. Wir wollen mit großer Freude auf das ewige Glück zugehen. Und wollen nicht wie die Weltmenschen denken, wie es in der Lesung geheißen hat. Wir wollen nicht sein wie die, die keine Hoffnung haben. Sondern wir gehen dem himmlischen Bräutigam zur Hochzeit entgegen. Und darum wollen wir dann jetzt bei der Opferung dieses wunderschöne Lied ganz bewusst singen. Wohlan der Bräutigam kommt. Wohlan die Lampen nehmt. Wunderbares Lied. Wollen wir mit ganzem Herzen nun singen, meine Lieben. Ein wunderbares Evangelium. Wir wollen alle mitnehmen auf dem Weg zum himmlischen Hochzeitsmahl, das in der Heiligen Messe schon aufleuchtet. Amen.